Ja, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs auf Lost Place Tour. Dieses Mal mit dabei, wie immer, der Jens. Dann heute unser Urwechsel. Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar sind wir mal wieder unterwegs, Lost Place Tour. Habt ihr ja alle mitbekommen. Und dieses Mal sind wir in einem Hotel, das leer ist oder beziehungsweise verlassen. Vielleicht hat auch der Eigentümer gewechselt. Das wissen wir nicht genau. Aber guckt euch das an. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß, guckt euch das an hier. Das ist schon echt derb krass, Jungs. Also bin gerade offen und ehrlich mit einem unguten Gefühl hier unterwegs. Komplett eingerichtet. Wahnsinn. Also wirklich komplett eingerichtet. Ultra krass. Ich sage, also mein Gefühl ist jetzt gerade kein wirklich gutes, sage ich euch offen und ehrlich, weil du nicht weißt, ob der Eigentümer jetzt jeden Moment hier auftaucht. Das ist der Bereich hier. Hier ist ein Bereich, der ist komplett Ding. Und was mich total stutzig macht, ist, da oben sind die Fenster komplett offen. Hier hinten auch irgendwas stattgefunden. Also das macht mich gerade so ein bisschen stutzig. Da ist ein Projektor und ein Fernseher. Ich bin gerade so ein bisschen überrascht. Jetzt geht's in den Beauty- und Wellness-Bereich. Da schaut auf jeden Fall was Besseres. Also da muss keiner drauf gehen. Also hier ist es wieder, hier ist das unbehagliche Gefühl wieder weg, weil das ist dann schon, fast aller Lost Place. Krasser Scheiß hier. Guckt euch das an. Riesenschwimmbad. Aber hier hat sich ja noch anscheinend einer mal angefangen auszuräumen oder irgendwie umzubauen oder irgendwas. Also macht mir zumindest so einen Anschein. Die Zimmer schauen alle gleich aus, oder was? Ja, schau mal, die zwei. Das ist ein ausdrucksloses Holzzimmer. Ja. Du kommst doch mich jetzt nicht auf jeden Fall. Nee. Da ist vor allem da noch nichts drin gestanden. Ja, alles leer. So. Wir treten jetzt den Rückzug an, weil mir mein Bauchgefühl sagt, dass es jetzt nicht so schön ist. Auch wenn es eine geile Location ist, wenn man sich das hier anguckt. Das hier ist die Küche. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Ich habe nicht ganz verstehen. Aber wenn er schaut, hier ist noch die ganze Post. Und das ist komisch. Ganz, ganz komisch. Ja,
Das ist auf jeden Fall ganz mysteriös. Auf der einen Seite ist oben der Raum komplett eingeräumt und sauber gemacht und es hat so ausgeschaut, als würde ja im Endeffekt, sage ich mal, irgendwo eine, ja, was soll man sagen, Veranstaltung stattgefunden haben. Und auf der anderen Seite ist das hier, wenn ihr euch das anschaut, schon ein Anschein dafür, dass es lost ist. Also ich verstehe das jetzt nicht ganz. Hier seht ihr ja den ganzen, ja, nochmal so ein Teil, was übrig geblieben ist. Da hinten ist noch was. Also irgendwie ist das sehr unbehaglich gerade. Hier hinten sind, seht ihr ja, sind noch ein paar Sachen hier rumstehen. Hier ist noch ein Stuhl. Also ist schon sehr unbehaglich gerade eben. Also Jens ist natürlich nicht unbehaglich, weil der ist ein Lost Place Profi. Der ist gechillt. Auf jeden Fall gab es hier Raucher. Auf jeden Fall gab es hier Raucher. Definitiv. Hier seht ihr nochmal den Außenbereich. Den hammergeilen Ausblick. Der Außenbereich und dieser hammergeile Ausblick. Aber ich schwenke jetzt mal bewusst weg, damit ihr nicht seht, worum es hier geht. Auf jeden Fall ist das eine Hammer-Location. Leider habe ich den Hammer einen Rückzug eingetreten, weil wir jetzt nicht wirklich wussten oder sagen konnten, ist das vielleicht jetzt lost? Ist es nicht lost? Ist es verbunden mit einem, ich sage jetzt mal, Eigentümer oder nicht? Das können wir leider nicht genau sagen, aber geile Location. Einfach sozusagen richtig geile Location. Und da würde ich sagen, ihr kennt das Spiel. Glocke abonnieren. Kommentare dalassen, folgen. Würde mich sehr freuen. Bis dann. Haut rein.